So, ihr Lieben. Rechts abbiegen auf Route des Seattle Castella. Wir starten jetzt. Der letzte Blick aufs Meer. Es geht an der Küste weiter. Und zwar, mal gucken, wo es hin verschlägt. Von Route des Seattle Castella 800 Meter folgen. Und dann sehen wir uns zwischendurch immer mal. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. Heute steht wieder eine längere Fahrt an. Doch bei der Wahl zwischen kürzerer Fahrt auf der Autobahn mit Maut und der längeren Strecke, aber dafür an der Küste entlang, fiel uns die Entscheidung nicht schwer. I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. So, ihr Lieben, es züngelt sich so an der Küste lang, ne? Also es ist relativ starker Verkehr. Wir haben noch 85 Kilometer vor uns und angegeben sind die 85 Kilometer mit 2 Stunden 37 Minuten. Respekt. Ja, das ist für unsere Verhältnisse in Deutschland verdammt lange. Na, so lange stehen wir nicht mal im Stau für diese Länge. Okay, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Hoffentlich lockert sich es dann noch mal ein bisschen. Aber wir wollen ja hier uns ein bisschen auch was unterwegs noch angucken. Wenn es schön ist, halten wir noch mal vielleicht irgendwo an. Wir wollen auch an der Küste langfahren. Und von daher ist uns das relativ egal. Oh, fahren wir jetzt ins Zentrum? Ja, das ist richtig. Genau. Mit dem Roller ist man hier natürlich besser dran. Thank you.
Weg führt uns entlang der Küste in Richtung Genua, durch viele größere und kleinere Orte. Vorbei an Sanremo, Imperia, San Bartolomeo al Mare. Immer wieder erblicken wir kleine Häfen, malerische Strände, Promenaden gesäumt von Palmen und niedliche Altstädte. Doch leider können wir nicht überall anhalten. So ihr Lieben, davon kommt St. Bartholomä al Mare, irgendwie so, ja, auf jeden Fall auch eine sehr hübsche Stadt. Mal schauen, wir haben jetzt noch anderthalb Stunden Fahrzeit und ja, Mittag ist dann auch irgendwann bald vielleicht, mal sehen, wo wir da anhalten. Nehmen wir ein kleines italienisches Städtchen irgendwo, wo man schön speisen kann vielleicht. Okay, Leute, das war doch nicht San Bartolomé, das ist ein Stückchen weiter vorn gewesen, das war Servo, nennt sich. Das kommt direkt im Übergang, es ist ein Ort, der ineinander übergeht irgendwie. Genau, diese alte schöne City, die ihr hier gesehen habt gerade. Bestimmt auch interessant, durch die kleinen Gassen zu schlendern. Wir gucken mal, was noch kommt, ob wir auch noch mal so ein Städtchen finden, wo wir dann Mittag machen und durchschlendern können. So ist zumindest der Plan, den wir haben aktuell. Nach einer kurzen Mittagspause auf dem Weg zum Campingplatz. Wir haben jetzt noch knapp, 15-20 Kilometer vor uns. Knappe halbe Stunde, nicht ganz mehr, 20 Minuten eher. Und wir halten aber vorher noch an, weil wir gehen noch mal baden. Denn der Campingplatz, wie es hier überall ist im Süden, ne? Zwischen ca. 12 und 15 Uhr, 13, 15 Uhr ist ja Mittagsruhe. Da passiert hier nichts, deswegen werden wir jetzt noch eine Runde baden gehen und dann fahren wir ganz entspannt auf den Campingplatz. Ja, mal sehen, was uns hier noch so begegnet auf dem Weg dorthin. Wir fahren jetzt bis zu dem Strand, den wir uns rausgesucht haben. 13 Minuten, 9 Kilometer. Schauen wir mal, oh, da komme ich über die Leitplanke. Spannend, diese Sache. Alles etwas anders als bei uns. Immer wieder interessant. Diese Fahrweise, links ein Roller, rechts ein Roller.
Wir waren jetzt baden. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wir fahren jetzt auf den Campingplatz und schauen uns das gute Stück mal an, ob wir diesmal auch so einen Glücksgriff haben. Und dann melden wir uns von da aus wieder. So, wir gehen jetzt mal in den Ort. Gucken mal, was es da so Schönes zu entdecken gibt. Wir müssen noch ein bisschen was einkaufen. Vielleicht gehen wir noch mal ins Wasser. Wir haben einen schönen Stellplatz, den habe ich euch jetzt noch gar nicht gezeigt, fällt mir gerade auf. Aber machen wir noch, holen wir nach. Okay, dann sehen wir uns gleich im Ort. Unseren neuen Stellplatz für 3 Nächte fanden wir in Sportono. Die Stadt mit seinen ca. 3.800 Einwohnern verzückt uns mit seiner Altstadt, den niedlichen Geschäften, Boutiquen, Bars, Restaurants und mit seinem romantischen Carucci, die typischen engen Gassen zwischen den bunten Häusern in den Farben Liguriens. Erstaunlich, wie angenehm kühl es hier ist in diesen Gassen und hübsch vor allem noch dazu. Es ist wirklich tipptopp. Kann man sich echt mal anschauen. Sind mal gespannt, was uns jetzt hier noch so erwartet. Ich gehe mal auch mal was essen oder was trinken. Was ein Papierchen, ja, auch mal wieder was. Non più drei Farfelloni amoroso. Notte giorno di torno girano delle belle. Quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più frai quei penachini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Wundervoll, diese kleinen Gässchen, oder? Sehr beeindruckend. Und diese Kirche gerade eben. Schick. Le belle turbando al riposo, ma ci sento a tucino d'amor. Delle belle turbando al riposo. So, ihr Lieben. Salut, Prost, Schkoll. Hier, wenn man sitzt zur Ruhe gesetzt, das Kind geht gerade ins Bett. Und ich wollte einfach mal einen Tagesabriss geben. Vom heutigen Tag. Mal sehen, ob wir das jetzt jeden Tag machen. Ist vielleicht nicht verkehrt. Wir haben gestern nach einem Stellplatz bereits gesucht. Schon mal am Vortag zum Abend haben wir eine Reservierungsanfrage geschickt. Haben wir bekommen. Und zwar ist das eigentlich fast vor Genua. Es fehlt nicht mehr viel. Wir hatten 100 Kilometer, hatte ich vorhin schon gesagt. Knapp 100 Kilometer, in etwa 3 Stunden noch was. Aber durch coole Städte gekommen, unter anderem Imperia, San Bartolomé. Ist durchaus interessant, von weitem mal die Städte zu sehen. Wenn man mehr Zeit hat, natürlich kann man durchaus gern anhalten. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt lieber ein Stückchen durch, um dann mehrere Tage hier zu verbringen. Und morgen ist der Plan, einen Strandtag zu machen. Problem ist, was wir festgestellt haben, gibt es hier nur Strände, die reservierbar sind. Also oder reservierbar, wo man bezahlen muss. Heute waren wir natürlich am Strand. Der war kostenlos. Da kam man auch gut ran. Und vor allem es waren nicht viele Leute dort.
Das war ein riesen Vorteil. Einfach, man hat nicht solche Massen um sich. Allerdings ging es relativ steil schon rein von Anfang an, was natürlich für das Kind nicht so prickelnd ist. Genau. Ja, wie ist der Plan morgen? Badetag. Nochmal die Altstadt, die haben wir uns heute schon mal angeschaut hier. Sehr hübsch. Und dann müssen wir eben sehen, was wir morgen anstellen. Und wir sind auch noch übermorgen hier. Sprich, wir machen hier 3 Nächte, 4 Tage. Am Donnerstag geht es dann weiter Richtung Südtirol zum Gardasee. Dort werden wir wahrscheinlich 2 Nächte machen. Dann nochmal Donnerstag zu Freitag, Freitag zu Samstag. Und dann Samstag zum Montag in der Art. Und dann mal wahrscheinlich mal Richtung Bozen, Meran nochmal einen Zwischenstopp einlegen, bevor es dann nach Sölden geht. Da ist der Plan, das Timmelsjoch zu fahren. Und auf jeden Fall wollen wir dann nochmal in Sölden im Elztal nach Wendt auf die Gletscher. Da sind wir dann knapp nochmal bis Freitag. Und Freitag geht es dann, wie gesagt, nach Salzburg zu einem guten Freund. Da werden wir allerdings dann wahrscheinlich nicht mehr im Dachzelt schlafen. Aber wenn wir uns Salzburg angucken, werden wir das, denke ich, auch ein bisschen zeigen. Wir müssen mal schauen, die Videolänge ist inzwischen so enorm viel Material geworden, dass wir wahrscheinlich überlegen, pro Tag ein Video zu machen. Aber da lassen wir uns nochmal überraschen, ob das was wird oder ob wir 2 Tage zusammen in ein Video packen. Genau. Okay. Und sonst sehen wir uns morgen wieder. Wir wünschen euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, wann auch immer ihr das Video gerade schaut. Ja. Und bis morgen. Ciao.